So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch frisch zurück aus der Sommerpause. Nach einer Woche ohne Marktkommentar melde ich mich zurück und das wird direkt gleich eine spannende Woche werden. Es gibt viele, viele wichtige Termine, auf die die Börse diese Woche schaut. Wir starten vielleicht mal heute mit dem Wirtschaftsdatenkalender, schauen mal rein, was denn da so anliegt. Und wir haben vor allem hier am 21. das Protokoll der FED-Sitzung, was sicherlich sehr, sehr wichtig ist, weil man eben doch gucken möchte, wie hat sich die FED hier, also wir wissen ja, wie die FED sich positioniert hat, aber wie ist sie zu ihrer Entscheidung gekommen und wie aggressiv wird sie jetzt tatsächlich vorgehen oder eben nicht. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Von der EZB gibt es das Protokoll übrigens auch. Das kommt dann einen Tag später, wird auch von der Börse ganz genau angeschaut. Und dann zum Ende der Woche, das sehen wir hier, das sind zwei Sachen, die und das ist dann manchmal so, eine Sekunde, hier habe ich es. So, das ist dann manchmal so hier, das ist als nicht ganz so wichtig in den Kalendern gekennzeichnet, kann aber doch sehr, sehr wichtig sein. Das muss man immer im Zusammenhang sehen. Und das ist das Jackson Hole Symposium. Das ist ein Symposium, wo sich wichtige Menschen aus Geldpolitik, Journalisten, aber auch Akademiker, manchmal auch Politiker treffen. Und letztendlich werden hier aktuelle Fragen der Geldpolitik auch diskutiert. Und man erwartet sich natürlich hier Klarheit über den Kurs der FED und auch eventuell Impulse auf diesem Jackson Hole Symposium. Von daher wird diese ganze Woche mal wieder komplett unter dem Zeichen der Notenbanken stehen und auch unter den Einflüssen der Notenbank stehen. Dann haben wir natürlich noch politische Szenarien, Italien, wo die Regierungskrise ja gerade schwelt, wo noch Einflüsse kommen können. Das sind so die Haupteinflüsse, die diese Woche auf die Märkte strömen. Letztendlich aber das Entscheidende ist, was wir ja immer wieder sagen an der Börse, sind nicht die News, sondern die News treffen ja auf eine bestimmte Stimmung und diese Stimmung ist dann eigentlich, findet sich dann häufig in Trends wieder. Und wir versuchen das eben über die Preise, die wir uns anschauen, wie verändern sich die Preise, zu erfassen, um dann eben auch eine bessere Aussage treffen zu können, als wenn man sich einfach nur die Nachrichten anguckt. Denn wenn man sich nur die Nachrichten anguckt, das habt ihr vielleicht jetzt auch schon in den Monaten, in den letzten Monaten gesehen, da wechseln die Nachrichten ja von Tag zu Tag, mal positiv, mal negativ, gerade wenn wir den Handelskonflikt mit China anschauen und ja, aber auch bei Notenbankpolitik. Da gibt es so viele kurzfristige Wechsel. Um wirklich Trends zu erfassen, muss man eben einen Blick auf die Stimmung werfen. Und da haben wir letztendlich folgende Situation gesehen und die Stimmung können wir in den Preisen immer ganz gut erkennen. Wir hatten im S&P hier einen doppelten ATR-Tag, also wobei wir hier oben schon sequenztechnisch ja am Stundenchart auf den fallenden Markt eingestellt waren, dann ist der Markt sehr, sehr stark gefallen bis hier zu dieser dicken, dicken Unterstützung. Und dann ist etwas passiert, was sehr typisch ist, nämlich die Stimmung war zu negativ. Wir können das hier sehen, das ist das sogenannte AAII-Sentiment, was vergangene Woche am Donnerstag veröffentlicht wurde. Das liegt hier bei 44,8% Bären. Und jetzt schaut mal, die Woche zuvor war es sogar, das ist hier sogar noch zurückgegangen, es waren sogar mal hier an die 48% Bären. Das heißt, die Hälfte der Marktteilnehmer war pessimistisch gestimmt. Und ja, nur ein Fünftel der Marktteilnehmer ungefähr war überhaupt positiv gestimmt. Und wenn wir solche Extreme finden, dann ist es meistens so, dass erstmal Bewegungen zu Ende sind, dass erstmal Bewegungen stoppen, dass sich diese Extreme wieder abbauen müssen. Denn ihr könnt euch das vorstellen, dass die Marktteilnehmer natürlich hingerissen und hin und her gerissen sind zwischen Angst und Gier. Aber wenn so viele Leute ängstlich sind, dann haben sie natürlich schon Aktionen getätigt. Order Das heißt, sie filled. haben zum Beispiel verkauft. Das schlägt sich dann in den Kursen wieder. Und wenn wir dann solche Extreme erreichen, dann ist erstmal ganz häufig
Schluss mit so einer Bewegung. Und das haben wir, wie gesagt, in den letzten 14 Tagen jetzt hier sehen können. Wir haben jetzt hier zwei Tiefs gesehen, die einhergingen mit einem brutal negativen Sentiment. Von daher gab es hier eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt erstmal in einen Rebound geht, der jetzt gerade seit letzten Donnerstag hier läuft. Und jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen, ist so ein Sentiment geeignet, um einen kompletten Trend zu drehen? Das heißt, haben wir jetzt gerade Tiefpunkte, sehen wir den Markt jetzt hier sozusagen nach oben explodieren? Nein, ein Sentiment ist Extrempunkte zu fixieren. Das haben wir gesehen. Das heißt, wir haben hier die Extrempunkte erstmal gesehen, von denen der Markt abprallt. Aber die Trends, die dann entsprechend laufen, die entwickeln sich dann wieder ganz normal auf Basis der Sequenzen, auf Basis unserer Tools, die wir hier berücksichtigen. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, ich gehe jetzt mal auf den 60-Minuten-Chart hinein, dann ist natürlich der erste Abwärtsdruck erstmal hier gestoppt. Und jetzt muss ich mal die Nachtsitzung noch hier ausblenden, weil die Nachtsitzung immer so ein bisschen die Charts verzerrt. So, und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann sehen wir, wir bekommen hier keine Aufwärtssequenz. Also wenn wir das hier als ein extrem Tief sehen und hier ein Hoch und dieses Tief hier gelten lassen, dann haben wir hier das nächste Hoch. Und jetzt werden viele sagen, ist da nicht hier mit diesem Hoch hier ein Sequenzstart zu sehen? Aber hier fehlt die Signifikanz. Das ist hier also nicht signifikant. Für uns ist es eben auch wichtig, also das ist nicht signifikant und für uns ist eben auch wichtig, dass die Hochs hier deutlich ausgeprägt sind. Und wenn wir so ein marginales Hoch haben, also wirklich das nur ganz, ganz leicht über dem vorherigen ist und der Markt dann sofort zurückkommt, dann wird das nicht in der Sequenzanalyse mit berücksichtigt. Das heißt also, schauen wir uns das an, bleibt also hier letztendlich so eine ABC-Bewegung übrig. Das sind typische Konsolidierungsbewegungen, die gegen den Trend laufen. Und dann haben wir manchmal eben aus so einer kleinen ABC eine große ABC. Das heißt, dass ein großes A, dem Markt ist es hier nicht gelungen, ein neues Tief zu machen, ein großes B. Und dann kommt häufig einfach nochmal hier eine scharfe Bewegung dran, ein großes C. Und ihr seht, aus dieser kleinen ABC wird eine große ABC. Aber sequenztechnisch haben wir hier keinen Aufwärtsimpuls und keine Aufwärtsbewegung. Das ist zumindest das Szenario, was wir hier im Moment im S&P sehen und erwarten. Und wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, jetzt ist die Nachtsitzung wieder mit eingeblendet. Das ist jetzt hier nicht dramatisch. Ich will es euch einfach nur zeigen, was für uns hier diese ABC-Bewegung ist. Auf dem Daily Chart. Das heißt, wir würden jetzt hier, nachdem wir hier diesen ersten Impuls nach unten gesehen haben, hier eine ABC-Bewegung sehen mit Ziel 2,59 bis 2,975. Das sind so die typischen Bewegungen, die wir hier für die C-Welle erwarten können. Aber ihr seht, es entwickelt sich hieraus kein tatsächlicher Impuls. Ich wurde bereits gefragt, was ist mit dem doppelten ATR-Tag hier? Der ist ja dann schnell gecovert worden. Ist das jetzt ein Short-Signal oder nicht? Also letztendlich ist es immer unschön, wenn der doppelte ATR-Tag am Ende einer Bewegung steht, weil es dann häufig so ein Sell-Off ist und wenn er dann schnell gecovert wird. Ich würde das Ganze hier auf dem Daily Chart tatsächlich immer noch eher neutral einstufen. Nichtsdestotrotz ist auf den Stundenchart, und das ist für uns die maßgebliche Ebene, hier keine Aufwärtsbewegung zu erkennen, sondern eben nur eine ABC. Und dann haben wir häufig diese Verhältnisse, wenn das hier die A-Welle war, ja, dass die C-Welle ungefähr häufig gleich groß ist. Und das heißt, da sehen wir hier wieder auch, kommen wir hier wieder an diese Tiefs hier in diesen Bereich hinein. Sie muss aber nicht gleich groß sein. Minimum für die C-Welle wären einfach hier die Tops bei 2,59. Ja, das ist nur ein gern gesehenes Verhältnis. Von daher erwarten wir jetzt erstmal folgendes Szenario. Markt wird wahrscheinlich, das haben wir jetzt hier auch schon in der Nachtsitzung gesehen, positiv in die Woche hinein starten. Man ist hier optimistisch. Wir wissen natürlich selber nicht, was im Laufe der Woche dann tatsächlich an News kommt, welche News auf dem Markt eintreffen. Nochmal, das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, wie die Stimmungen hier schwanken. Und für mich ist jetzt wichtig, dass dieser Ultrapessimismus,
den wir in den letzten 2 Wochen gefunden haben, sich ein bisschen abbaut, damit dann auch der Weg frei ist für sozusagen die nächste Bewegung. Und die wir, solange wir keine Aufwärtssequenz hier sehen, ist die für uns dann wahrscheinlich immer noch eher abwärts gerichtet. Also von daher heute mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sehen wir den S&P die Bewegung aus Donnerstag, Freitag korrigieren, also nach oben korrigieren und haben sogar hier auf den kurzfristigen Ebenen im aggressiven Trading, im Future-Live-Trading-Room, im Day-Trading die Chance, hier so eine C-Welle nach oben zu traden. Für denjenigen, der aber nicht so geübt ist und nicht so erfahren ist, da empfehlen wir immer, diese C-Wellen einfach abzuwarten, zuzuschauen und dann, wenn das vermeintliche Ende, wir wissen natürlich auch nicht, ob es tatsächlich eine C-Welle ist, aber das vermeintliche Ende da ist, also hier oben zwischen 2,950 und 2,975, dort dann wieder mit dem Trend, den wir hier als Short immer noch einstufen, einzusteigen. Okay, wie sieht das ganze Bild im DAX aus? Im DAX, der ja naturgemäß viel schwächer ist als der S&P, haben wir eben auch ganz klar die Sequenzen hier auf der Abwärtsseite. Es gibt hier auch gar keine Sequenz, die nach oben weist, also nicht auf den großen Ebenen, natürlich auf den ganz Mini-Ebenen, 5-Minuten-Chart schon, aber das ist nicht so relevant. Wir erwarten im Zuge des positiven US-Marktes, der ja gerade läuft und auch das, was wir gerade sehen, dass hier eine kleine Konsolidierungsbewegung stattfindet, aber ihr seht, das ist noch kein Aufwärtstrend, das hat wenig mit Aufwärtssequenzen zu tun, es ist auch kein doppelter ATR-Tag nach oben. Für uns deshalb hier einfach eine Bewegung gegen den Trend mit einem wahrscheinlichen Kursziel zwischen 11.800 und 11.900, weil hier oben dann eben auch entsprechend der nächste große Widerstand kommt. Das wäre für uns dann hier auch die nächste Verkaufszone im DAX. Im DAX würde ich hier also sozusagen versuchen wieder zu verkaufen, Stops hier oben zu platzieren und dann für den nächsten Impuls nach unten sich zu positionieren. Das ist so das, was wir als Idee für den DAX haben. Ja, kommen wir zum Zinsmarkt. Wir haben am Zinsmarkt ja immer noch die Idee, dass der T-Bond letztendlich das größere Potenzial als der Bund hat. Wir sind mit den Zinsen erstmalig in den USA mit den langjährigen Zinsen unter 2% gegangen. Damit hat sich auch eine inverse Yield-Kurve gebildet. Das heißt also, dass die langfristigen Zinsen hier niedriger sind als die kurzfristigen Zinsen. Das war letzte Woche sozusagen ein klares Rezessionssignal. Jede Rezession, die in den USA bisher stattgefunden hat, wurde durch so eine inverse Zinsstruktur eingeleitet. Ich weiß, es gibt viele Marktteilnehmer, die sagen, diesmal ist das anders und die inverse Zinsstruktur kommt aufgrund der Notenbankpolitik zustande. Meiner Philosophie nach ist die Notenbank nicht der Impulsgeber, sondern die Notenbank agiert letztendlich immer hinter dem Markt her. Das heißt also, die Zinsen werden zwar von der Notenbank beeinflusst, also verzerrt würde ich das mal sagen, aber die echten Trends laufen am Markt. Wir, für uns sind Zinsen der Preis des Geldes und der Preis des Geldes, der ist seit Jahren in die Richtung, dass er sinkt. Warum? Weil wir eben sehr, sehr viel Geld haben und wenn sehr viel Geld da ist, gibt es 2 Möglichkeiten. Es gibt eine hohe Nachfrage nach Geld, das wäre in einer boomenden Wirtschaft, wo viel investiert wird, wo viel gebaut wird, wo eine hohe Nachfrage nach Geld entsprechend da wäre. In diesem Fall würde der Preis des Geldes auch steigen, die Zinsen steigen. Aber wir sind in einem Szenario, wo wir mit der bestehenden Geldmenge, die wir haben, eben nicht dieses Boom-Szenario haben. Und deswegen sinkt der Preis des Geldes, weil die Nachfrage nach Geld eigentlich geringer ist als das Angebot. Was jetzt erschwerend hinzukommt, dass die Zentralbank auf dieses Szenario reagiert, indem sie hier das Angebot noch erweitert, also noch verstärkt. Und das heißt, dieser bestehende Trend, der sowieso da wäre, also das hat nichts mit der Zentralbank zu tun, sondern die Zentralbank agiert nach meiner Philosophie nachrangig, aber sie verstärkt den Trend und macht eben erhöht noch weiter das Angebot, macht das Geld noch billiger, mit der Idee, dass sie dann entsprechend Investitionen sozusagen
ja, hervorruft, weil der Zinssatz sehr, sehr niedrig ist und das viele vielleicht reizt oder viele dazu bringt zu investieren. Ich halte diese Politik für eine Illusion. Ich glaube auch nicht, dass das in dieser Form an diesen Extremenden funktioniert. Es gibt bestimmte Bereiche in der Zinskurve, wo das funktioniert, wo die Zentralbank tatsächlich Impulse setzen kann. Hier aber nicht in diesem Moment. Insbesondere auch, und da spielen dann demografische Überlegungen eine Rolle. Ihr müsst euch überlegen, eine Bevölkerung, das kann man sehr schön in Japan sehen, eine Bevölkerung, die alt ist, eine Bevölkerung, die nicht wächst, also die stagniert oder sogar geringer wird, die hat natürlich an sich eine geringere Nachfrage nach Geld, weil stellt euch ein Land vor mit sehr, sehr vielen Jungen und Kindern, wo viele Schulen gebaut werden müssen, wo Infrastruktur gebaut werden muss, wo alles ja, wächst, da wird viel Geld gebraucht. Aber eine Volkswirtschaft, die entwickelt ist, wo eine hohe Infrastruktur bereits da ist, und die Bevölkerung zurückgeht und die Infrastruktur sogar teilweise zu groß ist für die Bevölkerung, in dem Fall sinkt eben einfach hier auch die Nachfrage und das lässt sich dann eben auch nicht mit niedrigen Zins einfach mal so ankurbeln. Also von daher, zumindest gerade vom Thema abgekommen, das Wichtige, was wir hier haben, ist, dass die Zentralbank hier nur den Preis verzerren kann, also dass die nicht setzen. Und wir haben eben hier in den USA noch einen großen Weg vor uns. Wir sind bei 2% und wir haben in Order filled. Europa ja schon negative Zinsen. Und wir gehen eben davon aus, klar, die Trends hier, die Zinstrends sind weiter steigend. Also sehen wir hier auch im Bund Future. Aber wir sehen eben auch ZB Dollar F. Wir sehen es eben auch im T-Bond und wir geben einfach davon aus, dass der T-Bond hier extrem viel stärker steigt. Die nächsten ein, zwei Tage sehen wir vielleicht mal einen kleinen Rücksetzer, weil der Aktienmarkt sich beruht, aber insgesamt sind hier die Trends in beiden Märkten aufwärts gerichtet. Für uns aber die Idee, dass der T-Bond hier einfach noch mehr Platz zum Laufen hat als der Bund Future. Ansonsten müsst ihr euch natürlich überlegen, dass wir eine irre Situation haben am Zinsmarkt. Denn wir haben einen negativen Preis für ein Gut, also für Geld. In der Volkswirtschaft gibt es verschiedene Theorien. Ich hänge der aber auch an, dass Geld eben auch ein weiteres Gut ist, wie eine ganz normale Ware. Und natürlich ist es immer schwer zu akzeptieren, dass Güter negative Preise haben. Aber es ist eben möglich und oder bestimmte Waren, zum Beispiel nehmen wir zum Beispiel Strompreis, der kann auch negativ sein. Der Preis für Müll, der kann negativ sein. Und ja, das Zeichen eben, dass wir einen negativen Zins haben, ist eben ein Zeichen, dass wir eben viel zu viel Geld hier haben. Und was passiert mit dem überschüssigen Geld? Es ist bisher in die Spekulation gewandert, aber da ist es natürlich langfristig nicht aufgehoben. Das muss man ganz klar sagen, ja? Weil es ist einfach in einer spekulativen Blase drin, aber es findet keine produktive, nützliche Verwendung. Somit gesehen ist dieser Negativzins meines Erachtens ein vorübergehendes Phänomen, weil irgendwann geht dieser Spekulationsblase die Luft aus und in dem Moment spielt dann eine andere Überlegung beim Geld eine Rolle, nämlich nicht, dass zu viel da ist, sondern mit dem Platzen einer Spekulationsblase wird eben auch sehr viel Geld vernichtet. Und dann kommt die zweite Komponente, die beim Zins eine Rolle spielt, nämlich die Risikokomponente, wird dann einen wesentlichen Faktor spielen. Und der ist aber im Moment noch komplett hier ausgeschaltet. Aber ich bin der Überzeugung, dass negative Zinsen sich auf lange Sicht in Europa nicht halten werden. Ja, dass es sozusagen kurz vor der Implosion negative Zinsen gibt. Das kann es auch über einen längeren Zeitraum geben, das kann es auch extrem geben. Aber es ist sicherlich kein gesundes Zeichen für eine Wirtschaft. So, jetzt sind wir noch ein bisschen, ja, haben wir noch ein bisschen über Zinsen geredet, aber die Trends an den Märkten sind klar. Das, was wir tun wollen, ist auch entsprechend klar. Wie gesagt, wir warten Anfang der Woche, erwarten wir einen positiven Wochenstart. Wir gehen aber davon aus, dass die Trends im DAX, im S&P weiter abwärts gerichtet sind. Ja, letzter Markt, den wir uns noch nicht angeguckt haben, ist der Euro, wollen wir auch noch gerade einen Blick drauf werfen. Ja, im Euro auch hier natürlich der Abwärtstrend, er ist auch hier intakt. Es gibt hier im Euro natürlich auch mal Gegenbewegung, aber schaut es euch bitte an. Die Trends sind down und
Ich würde hier im Euro im Moment, auch hier sehen wir so eine kleine ABC-Bewegung, Rücklauf 1,16, so in dem Bereich, wäre für mich das nächste Short-Niveau. Das geht dann hier auf dieser Seite, sehen wir das schön. Ich zeichne es mal gerade ein. Hier mit diesen Widerständen einher. Und das wäre für uns das nächste Level, wo wir den Euro shorten würden. Ja, bis morgen. Wünsche euch gute Trades. Bye bye, euer Birger.